dunkle Fluten. Tatsächlich neigte sich die Decke der Höhle an einigen Stellen gefährlich tief herunter, so dass sie ausweichen und einen Umweg in Kauf nehmen mussten. Einen Teil der Strecke verbrachten sie auf dem Bauch robbend, wobei Felsenvorsprünge ihr Haar streiften, sich ins Fleisch bohrten und Haut abschürften. All das geschah in vollkommener Finsternis. Immer wieder streckte Lea die Hand aus, um Adam nicht zu verlieren. Sie konzentrierte sich so sehr auf den Klang seiner Atmung, der ihr zum Leitfaden geworden war, dass sie die lebensgefährliche Lage mehr und mehr verdrängte. Kein Gedanke hatte mehr Platz in ihrem Kopf, neben den leichten Schallwellen, wenn Adams Brust sich hob und senkte. Sie weigerte sich, darüber nachzudenken, ob es Etienne Carrier jemals gelingen würde, sich aus dem Unterwasserkäfig zu befreien. Gelegentlich taten sich Löcher im Boden und vielmehr in der Decke auf, aber sie verdrängte jede Überlegung, ob dort unten vielleicht noch jemand lauerte oder sich ebenfalls auf den Weg gemacht hatte. Auch für den Gedanken, wie sie überhaupt hinausgelangen sollten, denn nirgends war Raum zu fliehen. Sie wollte noch nicht einmal wissen, ob Adam sich wirklich in der absoluten Finsternis orientieren konnte. Rückblickend konnte Lea nicht sagen, wie lange sie sich robbend ihren Weg gebahnt hatten. Aber als Dämmerlicht in ihre Augen stach, waren zumindest zwei Fragen beantwortet. Adam war ein hervorragender Spurensucher. Und sie verließen den Zwischenraum dort, wo sie das Kabinett betreten hatten, nämlich an der Wegscheide der beiden Tunnel. Adam kletterte als erster durch das eingebrochene Mauerwerk hindurch, dann half er Lea beim Abstieg. Den kleinen Schrei, als ihre Füße bis über die Knöchel im eiskalten Wasser versanken, konnte Lea nicht rechtzeitig unterdrücken. Mit einem Schlag machten sich ihre angeschlagenen Nerven wieder bemerkbar und sie verspürte einen derart schmerzhaften Stich zwischen den Schulterblättern, dass sie fast ein weiteres Mal aufgeschrien hätte. »Ich kenne den Weg zur Garage nicht.« Noch während sie sprach, ärgerte sie sich über den jammernden Tonfall in ihrer Stimme. Was half es denn schon, jetzt in Selbstmitleid zu versinken? Der Weg war versperrt und es ergab keinen Sinn, im Labyrinth der Gänge herumzulaufen und darauf zu warten, dass das Wasser sie verschlang. Zu ihrer Überraschung ging Adam nicht annähernd so hart mit ihr ins Gericht wie sie selbst. Schweigend schlang er die Arme um sie und sie genoss seine tröstende Wärme. Nach einer Weile erklang seine Stimme dicht an ihrer Schläfe. »So wie es aussieht, brauchen wir uns zumindest keine Gedanken, um die Kreaturen zu machen, die dort in den Wunderkammern lauern. Jemand hat die Zugangstür von außen verbarrikadiert und das Display zerschlagen. Uns bleibt also nur noch der Senkschacht als Fluchtweg.« Lea löste sich ein Stück von Adam und schaute ihm prüfend ins Gesicht. Zu ihrer Erleichterung konnte sie keine Spur von Wut oder Rachegelüsten darin entdecken. Nur Traurigkeit. Fast beiläufig stellte sie fest, dass er trotz all der Anstrengungen der letzten Stunden wunderschön aussah. Nur ein paar Blessuren um die Augen herum und die aufgeplatzte Unterlippe verrieten noch die Auseinandersetzung mit Etienne Carrier. Die Absurdität, dass das Leben der Schönheit ihres Liebsten einfach keinen Schaden zufügen konnte, zauberte Lea ein befreiendes Lächeln ins Gesicht. Doch im nächsten Augenblick entdeckte sie noch etwas anderes. Die Kraftprobe, die er in der Zelle des Professors ausgestanden hatte, lag wie ein unsichtbarer Film auf seinem Gesicht. Die Ereignisse mochten seinem Äußeren nichts anhaben können, aber sie begriff, dass sie sich in Adams Kern einbrannten. Dieses Wissen reichte ihr. Sich an den Händen haltend, beschritten sie den dämmerigen Felsentunnel. Dabei stieg das Wasser bei jedem Schritt. Sie waren noch nicht weit gekommen, als ein erneutes dumpfes Beben das Erdreich erzittern ließ. Unvermittelt blieben sie stehen, da die spärliche Beleuchtung plötzlich ganz ausfiel. Ein Nachbeben setzte ein und ließ Gesteinsbrocken von der Decke regnen. Wie durch ein Wunder wurde keiner von ihnen ernstlich verletzt. Es gesellten sich lediglich einige frische Abschürfungen und blaue Flecken zu den anderen dazu. Bei Adam mehr, weil er sich im letzten Augenblick noch schützend über Lea gebeugt hatte. Als endlich die Notbeleuchtung ansprang, sagte unnötigerweise, »Das ist gar nicht gut.« Denn sie hatte dasselbe gespürt, den Triumphschrei freigesetzter Macht. Was auch immer aus der Sammlung des Kollektors noch in der Lage war zu atmen, nun konnte es sich frei bewegen.
Plötzlich wünschte sich Lea, dass die Eingangstür nicht nur verrammelt, sondern zusätzlich noch von einer Steinlawine verschüttet worden wäre. »Wie kannst du den Dämon nur widerstehen?«, fragte sie Adam, der immer noch beschützend die Arme um sie gelegt hatte. Er lächelte. Dieses schiefe Lächeln, das nur ihr allein gehörte. »Das Angebot des Dämons war nicht so gut wie deins.« »Mein Angebot?«, erwiderte sie unsicher. Er unterbrach ihren Versuch, ein wenig Abstand zwischen sie zu bringen, indem er sie noch fester an sich zog. »Das Angebot vorhin in der Höhle, als du dich so verführerisch unter mir gewunden hast. Ich habe mich seit meiner Verwandlung noch nie so menschlich gefühlt. Sieht ganz so aus, als wäre ich der Erste, der dem Dämon gegenüber einen Sündenfall begangen hat. Besteht nicht die größte Sünde darin, sich von seiner Gottheit abzuwenden?« Er lachte leise und ließ eine Hand verspielt über ihren Rücken wandern. »Vielleicht sollte ich dich fortan Eva nennen.« Augenblicklich spannte sich jeder einzelne Muskel in Leas Körper. »Der Senkschacht«, sagte sie heiser, auch wenn es ihr schwer fiel, den Zauber des Augenblicks brechen zu müssen. Adam lockerte den Griff. »Keine Ahnung, wie wir den hinaufkommen sollen. Keine Ahnung, ob wir es überhaupt bis dahin schaffen.« Lea verpasste ihm einen leichten Klaps gegen die Brust. »Wenn hier jemand die Hoffnung aufgeben darf, dann ja wohl ich. Schließlich kommen meine Lungen im Gegensatz zu deinen nicht ohne Sauerstoff aus. Wenn dir also an meinen Verführungskünsten gelegen ist, dann solltest du dich ernsthaft zusammenreißen.« Adam lachte. »Na dann«, sagte er und nahm erneut ihre Hand. »Hier unten riecht es nach Salz und Algen. Vielleicht finden wir ja doch einen Weg nach draußen.« Solange es ihnen möglich war, stolperten sie eng nebeneinander durch den halb verschütteten Tunnel. Adam hatte die Stimmen schon lange vor Lea gehört. Plötzlich hatte sich der Druck seiner Hand verstärkt, aber er hatte nichts gesagt und war einfach weiter vorangegangen. Inzwischen erschwerte das Wasser ihnen jeden einzelnen Schritt. Eiskalt umspielte es ihre Knie und stieg beängstigend schnell an, obwohl sich der Tunnel nach oben neigte. Vereinzelte Felsbrocken unter der dunklen Wasserflut drohten zur Stolperfallen zu werden, doch bislang war es Adam, der immer einen halben Schritt vorausging, gelungen, Lea sicher zu führen. Zuerst hatte sie lediglich ein Zischen vernommen, das die Wände vor ihnen verzerrt zurückwarfen. Dann hallten ihr einzelne Wortfragmente entgegen. Irgendwo im Tunnel diskutierten zwei Personen miteinander. Oder vielmehr ereiferte sich die eine, während die andere knappe Entgegnungen von sich gab. Ein Elend, dass diesem Elektroschocker der Saft ausgegangen ist. Lea bemühte sich inständig um einen mutigen Tonfall. Adam blickte ihr prüfend ins Gesicht, er zustimmend nickte. Trotzdem glaubte sie, ein Zögern zu erkennen, als durchschaute er ihre tapfere Fassade. Nun, sie würde auf keinen Fall zurückbleiben, bis er die Angelegenheit im Alleingang gelöst hätte. Wer zurückblieb, würde sich ruckzuck in eine Wasserleiche verwandeln. Ausgerechnet die hatte sie immer schon am fürchterlichsten gefunden. »Er trägt so viel Last nicht«, hörte sie Randors melancholische Stimme erläutern, während sie einen steilen Abgang hinaufkletterten. Das Wasser hatten sie auf den letzten Metern hinter sich gelassen, aber der Weg hinter ihnen bot keine Rückzugsgelegenheit mehr. Über ihren Köpfen schien der Abgang in ein Plateau überzugehen. Licht leuchtete ihnen entgegen, künstlich und kalt. Dann streifte eine leichte Brise wie ein Hoffnungsbote ihre vor Anstrengung erhitzten Wangen. »Vielleicht sollten wir versuchen, zu verhandeln«, flüsterte Lea kaum hörbar. Adam runzelte die Stirn, als wäre ihm eine direktere Lösung lieber. Doch sie legte ihm beschwichtigend die Hand auf den Unterarm und sie tauschten einen Blick aus. Sie würden noch einen Augenblick verharren und versuchen, sich ein besseres Bild von der Lage dort oben zu machen. »Alles nur zum Trotz, nur zum Trotz, jawohl«, klagte die singende Stimme des Kollektors. »Und dabei muss es rasch gehen, hinauf ins Licht. Glaubt er denn, der Kollektor wolle in aller Ewigkeit gemeinsam mit den Objekten durch die Dunkelheit schweben? Wohl kaum. Hinauf geht's, gemäß der Losung. Und nun aber hurtig!« »Kein Problem«, erwiderte Randolph. »Wollen zuerst Sie
oder das Objekt befördert werden. Er will einfach nicht begreifen, so ein herrliches Stück ohne Aufsicht dort oben. Was für eine idiotische Vorstellung. Und das, nachdem der Kollektor fast seine ganze Sammlung eingebüßt hat? Solch ein schwerer Schlag, und er sträubt sich hier so widerborstig? Trotz, jawohl. Wir können ruhig hier stehen bleiben und diskutieren, bis uns das Wasser eingeholt hat. Für mich führt sowieso kein Weg mehr nach draußen. Ihm ist schwindelig, ließ der Kollektor mit bebender Stimme verlauten. Es folgten ein Ächzen und ein Geräusch, als wäre jemand unsanft auf dem Boden aufgeschlagen. Adam nahm diese Worte als Startzeichen und überwand die letzte Distanz so behende, dass Leas Augen ihm kaum zu folgen vermochten. Abgehängt, dachte sie und setzte ihm sogleich nach. Als sie sich über die Kante stemmte, musste Adam gerade von Randolph mit aller Kraft zurückgestoßen worden sein. Der Riese machte zwar einen angeschlagenen Eindruck, den linken Arm hielt er fest an den Körper gepresst, und auch sein Stand wirkte unsicher. Dennoch ging er in eine Abwehrhaltung über. Nur sein Gesicht blieb seltsam ausdruckslos, als kümmere ihn der bevorstehende Kampf nicht länger. Adam fing sich sofort wieder und begann Randolph zu umkreisen. Anstatt sich ausschließlich auf seinen Gegner zu konzentrieren, flog Adams Blick immer wieder zu dem Stahlkäfig hinüber, der einladend an einem Aufzugsseil baumelte, das in einen engen, dunklen Schacht führte. Leas Augen hingegen blieben an Agatha hängen, die lediglich mit einem transparenten Chamisol und einem mit Rüschen besetzten Höschen bekleidet die Wände betastete. Es war ihr ein einziges Rätsel, wie dieses verhuschte Geschöpf auf den kompliziert geschnürten Wedges halten konnte, und das auch noch auf unebenen Grund. Wie gewohnt kümmerte sich Agatha herzlich wenig um ihre Umgebung. Eigentlich gehörte sie mit ihrem entrückten Gesichtsausdruck in das Ambiente einer dieser Science-Fiction-Serien aus den 60er Jahren, dachte Lea. Gerade erst geliefert, erklärte der Kollektor, der auf dem Vorsprung saß. Kurz deutete er mit seinem Fächer auf Agatha, dann fächelte er sich wieder Luft damit zu.